Moin aus meiner Werkstatt. Ja, nach langer Zeit, ne? Aber es gibt mich noch. Ja, heute geht's um dieses Beinchen. Es gehört zum Stuhl. Es ist kaputt und ich will es reparieren. Ja, und ganz schnelle Nummer soll das werden. Ja, das kennt ihr eigentlich gar nicht von mir, so eine schnelle Nummer. Aber ja, jetzt muss ich mal eins loswerden. Da hört man in der Tat, ja, von dem Küstenholz hörst du nie wieder was. Der ist nämlich schwer krank. Ja. Das ist schon echt faszinierend, wenn man mal ein paar Monate nicht zu sehen ist oder vielleicht nicht so aktiv ist, wie man es mal war. Am Anfang muss man sagen, Moment. Und schon ist man schwer krank. Man ist schwer krank, man hat weiß ich was. Also ich fühle mich sehr gesund und ich bin sehr gesund. Und ja, weiß nicht, könnt ihr vielleicht andere darüber freuen oder ich weiß auch nicht warum, aber von mir aus, ey, pff, mir doch egal. Keine Zeit, das wäre das richtige Wort. Ja, das Robert ist schwer krank oder das Küstenholz ist schwer krank, ist falsch. Macht einfach raus, Robert hat keine Zeit, Küstenholz hat keine Zeit. Ja, das klingt schon etwas besser und das klingt auch deutlich mehr nach Wahrheit. Ja, was habe ich gemacht in der Zeit, wo ihr mich natürlich die paar Monate nicht gesehen habt? Ich war schön im Urlaub, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß es. Ich war schön unterwegs, habe mein Bulli ein bisschen weiter ausgebaut, habe mir Dachaufsetzer drauf gemacht, habe dann Solarpanel drauf gemacht. Ja, habe ein Balkonkraftwerk hier montiert, gerade auch kein kleines, sondern schon ein bisschen größeres mit Speicher. Da sieht man noch die Kabel in meiner Werkstatt laufen, da die laufen noch auf Hochspannung, muss ich noch ein bisschen verlängern. Ihr seht schon, ein bisschen habe ich schon getan. Und daher sieht es auch ein bisschen chaotisch in der Werkstatt aus. Heute habe ich mir überlegt, ich möchte euch gerne wieder teilhaben lassen an diesem kleinen Projekt. Aber ich habe keinen Bock, die Werkstatt aufzuräumen. Ja, ich habe keinen Bock, die Werkstatt aufzuräumen. Also ihr müsst jetzt das erste Mal damit leben, dass bei Herrn Hoffmann die Werkstatt aussieht wie Kraut und Rüben bei Küstenholz. Ja, das kann passieren. Ne? Ich habe nämlich keine Lust, für dieses kleine Ding hier jetzt alles aufzuräumen, damit ich ein Video machen kann, damit ihr sagt, oh, alles schön in der Werkstatt. So ist es nicht im Leben, wir wissen es selbst. Und alle anderen, wo die Werkstatt immer picobello aufgeräumt ist, haben entweder viel Zeit, dann können die aufräumen und räumen auch alles wieder schön ordentlich weg. So einer bin ich ja nicht. Ich benutze den Schraubenzieher und schmeiße ihn irgendwo hin und dann liegt er da und dann will ich an den Schrank, weil ich denke, da hängt er eigentlich und dann hängt er da nicht und dann muss ich ihn erstmal wieder suchen. Ja? Müssen wir nicht drum rumreden, so ist das halt. Aber egal. Das ist ein Aufwand von Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Und will ich jetzt nicht erstmal 2 Stunden meine Werkstatt aufräumen, damit ich dann ein kleines Video machen kann. Nein. Also, Stuhlbein abgebrochen. Ich weiß nicht, was das für Holz ist. Ja, sieht man doch, ist Eiche. Nein, das ist keine Eiche. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall hier weggegammelt. Ja, soll jetzt schnell wieder gemacht werden. Ja, der Stuhl steht da. Ich zeige ihn euch ganz kurz. Da steht der Stuhl. Da. Ein sogenannter 3-4-Bein. Was anderes hier. Und ich zeige euch mal ganz kurz von unten, wie der Stuhl von unten aussieht, wie das also aufgebaut ist. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum das Ding kaputt gegangen ist. So, wir haben hier also eine ganz einfache, ja, ein Vierkant und da steckt der quasi drin. Da. So, jetzt hat er irgendjemand mit seinem dicken Hintern drauf rumgerappelt und hat das Ding natürlich abgebrochen. Ja, passiert, kaputt, scheiße, muss neu. Und hier, was man aber sehen kann, und das wollte ich euch zeigen, da sind so dicke Möbelschrauben drin. Ja, die sind natürlich schon mal schlecht. Ihr könnt schon sehen, wie angelaufen die sind von innen. Und da zieht Feuchtigkeit rein. Ja, auch wenn das Stück Holz von oben abgedeckt ist, geschützt ist. Es ist ja nun ein Profil, was von oben auch dicht ist. Und da sind 2 dicke Schrauben mit einem riesen Gewinde reingeschraubt. Und was wissen wir natürlich? Wasser sucht sich immer den Weg. Das heißt, es ist irgendwann durch an dem Gewinde vorbeigekrochen und hat natürlich so seinen Schaden am Holz verursachen können. Hier sehe ich gerade schon, hä, da sind 3 Dübel reingebohrt und abgeschnitten. Komische Sache. Mir ist gerade aufgefallen, hier sind 3 Dübellöcher. Die sind abgeschnitten und ja, da war vielleicht schon mal jemand bei. Ich weiß es nicht. Soll mir auch egal sein. Jedenfalls ein Stuhl mit 3 Beinen. Bringt nichts. So.
Da das so ähnlich aussieht wie Eiche, es aber nicht Eiche ist, das ist dafür viel zu leicht. Irgendjemand sagte Mango, gerade ich war kurz auf Instagram von online und habe da kurz drüber gesprochen, Mango. Wird wohl viel im Moment aus Mango gemacht. Ich kenne Mango gar nicht. Ja. Mango oder Birne oder Kartoffel, kann auch sein, weiß ich nicht. So, ich nehme Eiche, weil ich glaube, der Eichenton kommt dem Ganzen schon sehr nah. Guck da. Nein, es ist keine Eiche. Es ist immer noch keine Eiche. Sieht aber fast so aus, ist aber nicht. Und nein, Antholia ist es auch nicht, weil Antholia gibt es in Deutschland nicht mehr. Und das kann es auch nicht sein. Mango von mir aus. Wenn ich fertig bin, ist es Eiche. Ja, nun kann man sich darum streiten. Na, ist Eiche denn so richtig? Warum ist Eiche denn vielleicht nicht ganz so richtig? Ja, warum? Müssen wir mal scharf drüber nachdenken. Eiche für draußen? Okay. Eiche und Eisen? Nicht okay. Nein, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Eiche, weiß, dass Eiche mit Eisen anfängt zu reagieren und es wird schwarz. Nicht so wie hier, aber es könnte vielleicht auch sein. Aber es ist für Eiche zu leicht. Und es riecht auch nicht typisch nach Eiche. Was auf jeden Fall ist, hier oben, das Ganze ist bröselig. Hier kann ich so mit dem Nagel da rausholen. Ja, könnt ihr sehen. Also, entweder, das sieht aus, als wenn der Wurm da drin war. Es ist weich, Feuchtigkeit hat es aufquellen lassen und hat es quasi zerstört. Ja. Ja, der muss neu. Machen wir ganz schnell. Was ich aber machen muss, weil ich kein, es ist 40x40, ist noch nicht mal ein großes Beinchen. 40x40 ist jetzt mein Grundteil, was ich machen möchte. Was ich aber machen möchte, und das mache ich daraus, damit dieses Stück einfach nicht rund wird, krumm wird oder weiß ich was, werde ich mir ein Stück Eiche verleimen. Ich sage ja wegen 40 mm. Nein, das mache ich trotzdem. Das wird verleimt, damit wir wissen, Holz arbeitet. Und wenn sich das verdreht oder irgendwas macht, dann steht da so ein krummes Ding zu kippeln. Darunter hat es hier Küstenholz gemacht. Ey. Das ist aber ein Arbeitskollege, Mann, der wird sich bei mir eh nicht beschweren. Ich mache das eben ganz schnell für ihn wieder, weil der Stuhl wohl sehr teuer war. Ja, egal. So, machen wir ganz schnell. Ich habe mir zwei Hölzer rausgesucht. Guckt euch nicht um in der Werkstatt. Jetzt seht ihr mal Werkstatt live. Ja, und nicht aufgeräumt und sagt man so schön, Studio-Video, also als Studio-Werkstatt, hier ist live, jetzt. So, ich habe mir hier zwei Hölzer rausgesucht, Eiche natürlich. Was werde ich machen? Volle Länge, guck mal, da reicht sogar ein Stück, darf ich noch nicht mal das andere versauen. Schneide ich mittig durch, werde ich abrichten, werde ich verleimen und danach sehen wir uns wieder. Für euch wird es wahrscheinlich keine 4 Sekunden dauern, für mich aber ungefähr 1,5 Stunden. Also nicht das Abrichten, aber es muss ja auch trocknen, und damit wir weiterarbeiten können, nicht? So, also quasi für euch bis gleich. Fertig. Nicht das Bein, aber fertig verleimt. Ja? Also ging ganz schnell, hab's einfach schnell durchgeschnitten, hab einmal nur die Fläche abgerichtet, bevor ich wundere, der ist aber ja gar nicht vernünftig. Fertig gemacht, gar keine rechtwinklige Kante dran gemacht. Braucht man doch nicht, braucht man nicht. Einfach schnell verläuft, zack, zack, zack. Ja, da das jetzt ein Stuhl für draußen wird, muss man natürlich den richtigen Leim nehmen. Und da ist die Frage, was ist jetzt der richtige Leim? Große Frage, großes Rätsel. Also, natürlich nehmen wir einen mindestens D3-Leim. 1, 2 könnt ihr alles vergessen, ist nur für den Innenbereich. 3 ist schon für den Feuchtraum und für außen, aber nur außen, wenn es abgedeckt ist. Das heißt, wenn ihr D3-Leim nehmt, so wie ich das jetzt gemacht habe, müsst ihr mindestens irgendeinen Schutz auftragen. Ja. Warum nimmst du nicht D4-Leim? Weil ich keinen habe und weil man ihn auch nicht unbedingt benutzen muss. Ja. D4 ist wieder so Richtung PU-Schaum, da ist ein Härter mit drin, der härtet aus und meistens habt ihr da nicht lange was von dem Leim. Das solltet ihr euch in kleinen Mengen bestellen, gerade für das Projekt, was ihr so machen wollt, weil sonst könnt ihr ihn wegschmeißen. Ja? Der trocknet also, der bindet ab. Ob ihr ihn braucht oder nicht, der bindet ab. Aus. D3 nicht. D3 bindet nicht ab, der bindet nur ab in Verbindung mit Holz. Also das Holz zieht ja dem Leim dann die Feuchtigkeit und dann bindet er ab. Beim D4-Leim ist das so, der bindet automatisch ab, ja, weil da
ein Herd mit drin ist. Das ist ja natürlich vom Werk schon vermischt. Und den kann man ein paar Wochen geben, vielleicht ein Vierteljahr, und dann ist der abgehärtet und dann könnt ihr den wegschmeißen. Manchmal auch 6 Monate vielleicht. Ja, entweder hat man jetzt die Möglichkeit, man nimmt einen Leim, den man selbst mischt, mit Härter, auf Härterbasis, geht auch. PU-Schaum, wie gesagt, PU-Schaum, Lack sei schon, Leim gibt es auch. Aber für so einen reicht auch völlig ein D3-Leim. Ja? Wirklich ein D3-Leim oder vom Ponal wasserfester Leim, ganz egal, sollte auf zumindest ein D3-Leim sein und für den Außenbereich sein. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Wir haben es, glaube ich, 27 Grad draußen. Es wird nicht lange dauern, bis der abgebunden ist. Und wenn das abgebunden ist, dann geht es gleich weiter. Verleimt, ausgehobelt, könnt ihr sehen. Noch die Leimnaht. Teile ich immer gerne mittig ein bisschen auf, könnt ihr sehen. So ungefähr, muss nicht immer genau passen, aber ist besser, als wenn hier irgendwie so ein Stück ist. 40x40. Abgerichtet, ausgehobelt, jetzt geht's weiter. Der nächste Akt ist, wir müssen erstmal natürlich die Länge definieren, also auf die Länge abschneiden, weil wir ja wirklich von der Länge dann nachher das Ganze konisch schneiden. Man kann es auch schleifen. Es sind 4 mm auf beiden Seiten, also so viel ist das eigentlich gar nicht. Man kann doch zur Not abrichten, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, aber guck mal, wie ich das mache. Man kann es auch an der Bandsäge schneiden. Ja, man kann sich das also anzeichnen und dann an der Bandsäge schneiden. Geht auch. Könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Da ich sehr gerne mit der Kreissäge arbeite, werde ich das an der Kreissäge machen. Und ja, wenn man da Fritz und Franz zu hat, dann kann man vorne und hinten schön einklemmen und kann schön sauber an der Kreissäge vorbeischieben. Ja, das gucken wir uns gleich an. Jetzt bringe ich das Ganze erstmal auf die eigentliche Länge, weil nur im Zustand der eigentlichen Länge kann ich also dann auch da direkt das so schneiden, wie ich das haben möchte. Wie gesagt, das Stück ist ausgearbeitet, auf Länge geschnitten. Ich habe mir hier schon den Fuß angezeichnet und habe mir hier, könnt ihr vielleicht nicht erkennen, da mit dem Streichmaß, da die 4 mm, die auf jeder Seite weg müssen, angezeichnet. Ja, dann habe ich noch eins vergessen. Das muss ich noch machen. Das ist mein Streichmaß da. So, und zwar brauche ich das auch auf der Hirnholzkante. Da reiße ich mir das auch noch an. So. Jetzt gucken wir, wie schneiden wir das am besten. Unkompliziert schneiden das, aber soll natürlich auch sicher sein. Also jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine, nicht irgendwie jetzt super Experimente machen. Man kann eine riesen Schablone dafür bauen, muss man aber nicht. So, jetzt habe ich mir also ringsherum diese 4 mm angezeichnet. Jetzt mache ich gerade meine Heißklebepistole warm. Warum, erkläre ich euch gleich. Und jetzt ist es halt die Kunst, auf diesen Punkt genau, da, muss also von da nach da jetzt 4 mm konisch geschnitten werden bis nach da unten hin. Das mache ich an der Kreissäge. Das Schöne ist, wir haben hier ein kantiges Holz. Es bleibt ja quasi auch kantig. Wir machen es ja nur ein bisschen, verjüngen es ja quasi nur. Habe ich mir Folgendes überlegt. Bei so kleinen Stücken kann man das in der Tat machen. Ihr könnt es natürlich an der Bandsäge schneiden, euch eine riesen Schablone machen dafür. Geht aber auch leichter und schneller. Ich habe mir hier ein Stück Platte genommen. Selbe Länge, genauso lang wie das Werkstück selber. Dadurch habe ich den Effekt, dass ich das Stück Holz hier zwischen Fritz und Franz festklemmen kann, es sicher fest sitzt, ja. Und durch diese Platte habe ich aber auch eine Schnittführung, das zeige ich euch gleich. So heißt, ich kann also das Stück Holz festklemmen, was zu schneiden ist, und lasse aber jetzt dieses Stück Platte etwas überstehen. Schneid einmal dran lang, habe dann genau die Schnittkante, dann weiß ich, wo die Kreissäge schneidet, und kann dann quasi mein Stück Holz, hier dieses Werkstück, genau dort anlegen, dass er hier ausläuft, darum der Strich, und hier ausläuft. Ja, das ist eigentlich alles. Da das nicht hin und her rutscht, ja, mache ich das jetzt so, ich klebe mir das mit einem Tropfen Heißklebe fest, klebt das drauf. Ihr könnt natürlich doppelseitigen Klebeband nehmen. Doppelseitiges Klebeband, finde ich, bloß kriegt man schlechter wieder ab. Ja. Von daher nehme ich jetzt hier Heißklebe, ist schon warm.
Wie gesagt, das ist nur ein Punkt, damit diese Platte wirklich auf dem Schiebeschlitten liegen bleibt. Fertig. Kann man nachher so wieder abpulen. Ihr wisst, wenn es kalt ist, ist das so abpulbar. So, drücken wir hier drauf. Fertig. Lass das ganz kurz kalt werden. So. Jetzt habe ich quasi zwischen Fritz und Franz eine Platte, die ich jetzt dafür nutze, um eine feste Schnittkante zu haben, wo ich sehe, wo ich schneide. Das ist ja das Problem sonst immer. Wenn ich jetzt nur am Schiebeschlitten vorbeischiebe, der Schiebeschlitten läuft ja nicht direkt am Sägeblatt. Das geht natürlich nicht, weil dann wäre das... Das geht ja nicht. Da hat man ja immer so ein paar Millimeter Luft. Mit dieser Platte fülle ich jetzt quasi den Abstand zwischen Schiebeschlitten und Sägeblatt auf. Und nun weiß ich ganz genau, wo die Säge läuft. Das heißt, ich kann nachher gepeilt hier meine 4 mm genau auf die Plattenkante legen und hier hinten natürlich auch das ganze Ding da auslaufen lassen. Ja? So, klemm das Ganze fest, kann dann schneiden. Natürlich, durch die leichte Schräglage ist mir auch klar, durch die ganz leichte Schräglage, wir haben 4 mm, wird das Stück Holz ein bisschen länger. Aber das ist die Sicherheit, dass ich zwischen Fritz und Franz und den dicken Gummibacken das Stück Holz natürlich richtig schön festklemmen kann. Ihr müsst nur beim Schneiden gut festhalten. Also Fritz und Franz wirklich für die Funktion noch nutzen, randrücken und schneiden. Ihr dürft bloß nicht loslassen. Dann kann es sein, dass euch das wegrutscht und nachher passt es nicht mehr. Aber mal gucken. Ich hoffe, es war verständlich. Ich schneide jetzt einmal hier eben die Platte. Jetzt weiß ich ja, wo genau das Sägeblatt läuft. Ja. Das läuft ja genau hier das Sägeblatt an der Kante lang. Und wenn ich jetzt mein Stück Holz ausrichte, kann ich das genau da ausrichten. Das heißt, hier muss es 4 mm über die Platte wegstehen und hier muss genau die Plattenkante liegen. Ja, schon passt es. Kunst geht am schnellsten und ist auch noch sicher dabei. Wer natürlich will, das können wir natürlich auch noch machen, damit auch die beruhigt sind, die jetzt panische Angst haben. Ja, wenn man das Holz ganz gut festhält, kann nichts passieren. Aber wenn mein Arm reicht, dann kann man hier auch noch einen Arm draufsetzen. Ja, könnte vielleicht gerade gehen. Dann kann ich das Ganze sogar noch runterdrücken. Also, wichtig ist jetzt für mich einfach nur, dass hier, wo der Strich ist, das Ganze genau auslaufen und da, wo es übersteht, muss an der Platte sein. Ne? So also. So, reicht gerade nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. So. Jetzt muss ich das noch kurz ein bisschen höher machen, kann man das nicht sehen. Sehen. Ja, das passt. Das passt da. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Ich nehme euch mal in die Hand. So meine ich das. Da liegt jetzt der Strich. Genau auf der Platte. Da könnt ihr hinten sehen. Da. Und der Strich da läuft genau an der Platte aus. Tja, schneiden wir mal. Nicht? Aber erstmal fällt mir gleich wieder auf. Ich habe keine Ohrstöpsel drin. Das ist schlecht. Muss ich noch machen. Aber bei der Hitze, man schwitzt richtig tot. Eins. So schnell und eilig, dass dann auch gehen soll. Gewisse Vorkehrungen müssen einfach sein. Was ihr natürlich auch könnt. Ihr könnt hier natürlich jetzt auch ein Brett, muss ich euch schon zeigen, ne? Hier jetzt noch ein Brett oder eine Latte dran festtackern und dann könnt ihr immer umdrehen, habt dann auch ein genaues Maß. Aber weil ich nur ein Bein mache, ein Bein, dann braucht das nicht. Wenn ich jetzt 4 mache für einen ganzen Stuhl, damit alle gleich werden, ist das was anderes. Oder 8 oder 12 oder 14 oder wie viel ihr braucht. Dann ist das was anderes. Für 4 so kleine Schnitte, hier jetzt noch eine Leiste dran tackern und machen und tun, macht in meinen Augen keinen Sinn. Kann man, aber muss man.
So, da soll er auslaufen, der Punkt. Da soll er ansetzen. Da soll er überstehen. Gut. Wichtig ist jetzt wirklich, dass wir hier mit Fritz und Franz das Ganze auch zusammendrücken, ja? Dass das nicht weg kann. Ja? So. Dahin ausgelaufen. Ne? Genau da ist er ausgelaufen. Also ein ganz bisschen weniger, aber das ist, die hat er sogar ein Stück noch weggenommen. Ja. Und schon haben wir unser komisches Bein. Ja, ist ein ganz anderes Backenbox. Das geht sehr gut, habt ihr gesehen. Und da ist ja zum größten Teil eine gerade Fläche. Es geht das. Wenn ihr natürlich hier mittendrin habt, hier,
und ihr macht hier so einen Schnitt, dann wird es schwierig, dann könnt ihr das nicht so machen. So bei dem quadratischen. So, das haben wir. Jetzt gehe ich mit dem großen Fräserball einmal abrunden und dann ist die Sache schon erledigt. Nee, ich muss erst, bevor ich mit dem Fräser dabei gehe, weil dann wird es rund, dann wird es schwierig. Ich muss hier erstmal noch ein Stück absetzen. Habt ihr gesehen, das sind ein paar Millimeter. Wo ist mein Probebein geblieben? Hä? Das jetzt mal hinlegen. Passt es. Guckt euch an. Da liegt es jetzt. Schmier gepasst. Ja. Hier haben wir unsere 40. Ist nicht ganz gerade. Und hier ist auch. Ja. Das kippelt ein bisschen. Da passt es. Da passt es auch. Gut. Ja, guckt. Schon haben wir das fertig. Jetzt muss ich hier aber noch so ein Stück absetzen. 4-5 mm. Jetzt mache ich schnell eine Bandsäge. Blub. Und dann das auch schon. Ne? Kann ich auch eine Kreissäge absetzen. Ein ganz bisschen. Guck mal, das ist. Ja. Machen wir eben schnell. Abgesetzt. Ja. Kann man nachher also reinstecken in die Hülse. Und jetzt brauchen wir das Ganze eigentlich nur noch groß abrunden, mit einer großen Abrundung. Und das machen wir jetzt. Einfach an der Oberfräse, mit der Oberfräse viermal lang, dann bin ich gleich wieder. Original nachgemacht. Ich habe jetzt nicht so einen großen Fräser von den Rundungen. Das andere werde ich jetzt noch ein bisschen beischleifen. Ne? Aber ich glaube, im Nachhinein fällt das gar nicht mehr groß an. Jetzt werde ich hier ein bisschen schleifen. Und dann sieht das Ganze schon anders aus. Hier noch ein bisschen runder schleifen. Ja, dann gucken wir mal weiter. Könnte ich natürlich auch die Drechselbank einspannen und schön mit Schleifpapier unterschleifen. Ich glaube, das mache ich auch. So, abschließender Schliff. Einmal kurz drüber schleifen und dann ist das gut. Ich mache das gerne mit so einem kleinen Schraube und Akkuschraube eingespannt. Einmal kurz ein bisschen überschleifen, gut ist. So. Fertig ist das Beinchen. Schraube wieder raus. Ich habe eine Schraube ins Futter gespannt, reingedreht, wenn man dann leicht, nicht mit Gewalt, dann kann man das schön schleifen. Fertig ist das Beinchen quasi. Jetzt können wir das wieder einbauen. Unten kommt dieser Fuß wieder drauf geschraubt. Fertig. Öle ich jetzt ein bisschen und dann mache ich es fertig. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Schon wieder dran. Ich habe jetzt zwei Schrauben neu reingedreht. Ist alles fertig jetzt wieder. Jetzt wieder fest. Jetzt muss ich unten nur noch den Fuß dran schrauben. Er ist schon wieder dran. Wie ihr seht, habe ich da schon die beiden Schrauben wieder reingedreht. Schon wieder fest. Jetzt muss ich hier unten. Und das wollte ich euch noch zeigen. Sobald man natürlich irgendeinen Fuß schräg abschneidet, ja, wisst ihr selbst, das gibt natürlich mehrere Probleme, dass der Kippel frei steht. Man muss also auch den unteren Fuß dementsprechend abschneiden. Und die haben einfach dafür breite Füße genommen, so dass sich das von alleine ergibt. Ne? Kann man natürlich auch machen. Den muss ich jetzt noch mal wieder drunter nageln und dann ist es fertig. Ja, ein bisschen Öl drauf und dann kann der Stuhl wieder benutzt werden. Ja, Bein ist dran, fällt natürlich vom Farbton noch auf. Ist natürlich auch noch neu und nicht so abgegrabbelt wie die anderen und verwittert. Kommt jetzt noch ein bisschen Öl drauf. Und schon das Ganze auch wieder wettertechnisch ein bisschen geschützt. Ja. Ich glaube, der Kollege hat Katzen. Ich kann sagen, dass die Katzen das so ausgekratzt haben. Ne? So. Ja, ich weiß, jetzt habe ich die beiden gemacht, da kann ich die anderen beiden auch machen. Ja, ihr habt ja recht. So.
eben. Dann seid ihr auch zufrieden. Jetzt sieht man aber auch, dass der Farbton nicht ganz so dazu passt. Aber gut. So. Jetzt, wenn ich mir die anderen Beine angucke, die sehen schon ziemlich zerkratzt aus. Vielleicht waren doch Katzen bei. Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, dass das eine Bein ziemlich ausgebürstet ist. Kann natürlich sein, dass da Katzen beigehen. Ne? Ist ja ein Holzbein. Und das mögen die gerne. Ne? Ich weiß jetzt nicht, sieht man das am Stuhl selber. Hier sind schon auch Haare. Ja, kann natürlich auch sein, dass da Katzen dran rumkratzen. Nachts oder wie auch immer. Hier sind noch mehr Haare. Aber gut, okay. Stuhl ist wieder heile. Kippelt auch nicht. Das Bein ist fest. Ja, was wollen wir mehr? Der Kollege kann den Stuhl wieder benutzen. Und ich schätze mal, im halben Jahr oder so fällt das gar nicht mehr auf. Ja. Also ihr könnt sehen, Stuhl ist wieder ganz. Das ist das kaputte Ding. Und ja, sauber ersetzt. Erledigt. Ja, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Abschalten nicht vergessen und tschüss.